Das ist auch ein Wackenlied, das ist, wenn Metaller traurig sind. Also dann kämmen sich die Haare, hören heimlich Ed Sheeran und jetzt pass auf. Es waren so ein paar Mettler, die haben mir nach dem Song geschrieben, so über Instagram, also ey, wir stimmen dir im allen zu, aber dass wir heimlich Ed Sheeran hören, das geht gar nicht. EMP Backstage Club Area auf dem Wacken 2024. Und heute haben wir jemanden ganz Besonderen zum Anfang, nämlich Bülent Ceylan! So geil, wieder hier zu sein. Ja, dich haben wir ja schon ein paar Mal getroffen, glaube ich, erste Mal als Comedian beim Summer Breeze. Ja. Und danach auch als Comedian hier in Wacken. Genau. Aber jetzt bist du das erste Mal 2011, da gab es noch nie Comedy auf der Hauptbühne und da war ich sozusagen das Versuchskanickel. Und hey, ihr seid noch wach, so besoffen seid ihr noch gar nicht. Hey. Und ich muss sagen, das allererste Mal, ich hatte so Schiss. Ich dachte, hey, die haben auch noch gesagt, hey, pass auf, Bülent, es gab auf der Hauptbühne immer nur Bands. Du bist der Erste, der ohne Band geht. Und ich so, okay. Und es hat so geil funktioniert, dann 2014 war ich dann nochmal, habe ich einen eigenen Slot gekriegt und dann wollte ich mit meiner Band, weil die Leute wissen ja, dass ich auch eigentlich Musik mache, aber ich war noch nie so offiziell unterwegs. Und jetzt 2020 hätte ich ja schon auftreten so mit der Band und da war scheiß Corona. Gott sei Dank, die Scheiße ist weg, wir stecken uns wieder natürlich an. Und ist doch geil, oder? Jetzt mal ehrlich, so zusammenzusitzen, wieder sich zu umarmen und so, oder? Das ist doch geil, Moshpit und voll in die Fresse, also im positiven Sinne. Und jetzt komme ich tatsächlich mit meiner Metal-Band, mit Überraschungsgästen, das dürft ihr nicht verpassen, komme ich jetzt auf die Hauptbühne, eröffne Wacken auf der Hauptbühne und das ist, also das ist mehr Zeichen, das ist wie wenn Dennis Schröder für die Olympia als Schwarzer die Fahne getragen hat, so ist es für mich, ich darf als Türke... Waffen, also besseres Statement kann man in Wacken gar nicht setzen, dass man Türken so nach, du bist das Kanonenfutter, 16 Uhr und du musst rocken und ich werde alles geben, Leute. Meine Familie ist heute dabei, meine kleinen Kinder sind dabei mit Gehörschutz für die Bio-Deutschen. Gehörschutz, die haben Gehörschutz an. Ja, ja, ich sag's nochmal. Und deswegen, Hauptsache ihr steht vorne, egal was der Rest macht, aber ihr müsst abgehen. Du hast ja auch bei The Masked Singer teilgenommen, ja, ja, und dabei einen verdammt guten Eindruck hinterlassen. War das doch nochmal die Initialzündung für dich, das mit der Musik auch jetzt parallel zu versuchen? Ja, also natürlich spiele ich heute eigene Songs, auch deutsche Texte, damit man es auch versteht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Masked Singer, ich habe damals aus Scheiß mitgemacht, muss ich sagen, 2019. Ich dachte, okay, komm. Und dann bin ich bis ins Finale gekommen als Engel. Ich musste weiß tragen. Das war so richtig, die wollen mir in die Fresse reinhauen. Ich dachte, was? Ich trage immer schwarz. Und dann sagt er, nee, du hast ein weißes Kostüm. Ich sage, was ist das denn? Ja, das ist der Engel. Oh Gott. Dann sah ich aus wie so eine Frau, was auch okay war. Und dann, nee, wir wollten, das sind einige Männer, die wussten ja nicht, wer drunter ist. Da sind mir die an den Arsch. Und also ich habe viel erlebt. Und dann habe ich gesungen, bin bis ins Finale gekommen und habe wirklich, müsst ihr euch vorstellen, im Privatsender Killing in the Name of oder System of a Down Chop Suey gesungen. Und das war natürlich... Da hat die Metal-Welt gesagt, wer ist da drunter? Viele haben sogar schon gedacht, ich wäre der Sänger von Rammstein. Nee, aber ich gehe ja nicht mit jungen Mädels. Aber auf jeden Fall, was ich sagen will. Ich bin froh, dass ihr lacht. Wenn ihr jetzt schon lacht, dann wird's gut heute. Ja, das Programm, was du da gespielt hast, war ja schon abgefahren. Also gerade System of a Down und sowas. Du hast mir auch mal erzählt, deine Lieblingsband wäre Tool. Tool, ja. Dein Album jetzt ist aber eigentlich was anderes, ne? Ja, es ist, also ich habe natürlich Songs mit Augenzwinkern, also kein Klamauk, das war mir wichtig. Aber ich habe auch wirklich ernsthafte Lieder, also gegen Rassismus, da gibt es zum Beispiel eine Nummer, das ist Nazis raus. Und ich finde, das ist ja auch genau, ich habe sogar Wackenlieder extra geschrieben, weil letztes Jahr war ja so Schlamm. Und jetzt heißt es, das ist das zweite Lied, Leute, das heißt Schmutzige Liebe. Und das kann man echt, das kann man so verstehen, ah, das hat mit letztem Jahr was zu tun, aber es könnte auch eben, aber für meine Kinder sind ja dabei, deswegen werde ich das andere nicht sagen. Ihr denkt euch das dann, was ich dann singe. Und es gibt noch ein anderes Lied, das ist auch ein Wackenlied, das ist, wenn Metaller traurig sind. Und das ist sozusagen, das geht erstmal richtig ab, aber im Refrain sage ich dann, und da, wie Metaller sind, wenn sie, also dann kämmen sich die Haare oder hören heimlich Ed Sheeran und jetzt pass auf. Es waren so ein paar Mettler, die haben mir nach dem Song geschrieben, so über Instagram, also ey,
wir stimmen dem allen zu, aber dass wir heimisch Ed Sheeran hören, das geht gar nicht. Dann habe ich gesagt, Leute, ist doch überspitzt. Und dann geht's wieder. Aber ich finde, es sind immer auch Lieder dabei, die sehr ernsthaft sind. Und die sind für einen Komiker vielleicht jetzt nicht unbedingt üblich, weil man ja oft so ein Schubladending hat. Ja. So ein Komiker muss dann irgendwie Katzenklo singen oder so. Aber ich habe mir gedacht, ich muss auch ein Statement setzen, weil es ist auch bühlend. Ich kann nicht nur Songs machen mit Augenzwinkern, sondern ich habe auch zum Beispiel Rüstung aus Hass oder gegen Nazis, wo es dann richtig auch mal eine Botschaft ist. Also gegen alle diesen Scheiß-Diktaturen und gegen alle, die Hass predigen. Und ich finde, das muss halt auch mal sein. Dankeschön. Hast du nicht auch 2014 mit Wacken einen Antirassismus-Song gemacht? Ja, da war das erste Mal und da habe ich ja nicht Band nicht dabei gehabt und dachte, scheiße, und da habe ich Musik gemacht und habe gemerkt, das funktioniert ja saugeil. Das Problem war, wie rechtfertige ich, dass ich jetzt ein Lied mache, das über einen CD-Player geht, also damals. Und das ist halt Wacken. Wenn du den erklärst, pass auf, ich komme zwar nicht aus dem Schwarmgebiet, aber ich musste sparen, deswegen ist die Band heute nicht da. Aber heute ist die Band da. Und es sind richtig geile Leute. Ich habe eine Gitarristin auch noch, also das ist schon mal gut. Also nicht, dass ihr denkt, ich unterstütze keine Frauen. Und ja, und wie. Und die spielt alle weg. Also die ist so perfekt in ihrem Spiel. Die ist die Einzige, die nicht aus dem Metal-Bereich kommt, aber das war für sie so eine Herausforderung. Die kommt aus dem klassischen Bereich, aber die Metaler lieben das ja. Und das wusste sie nicht. Und die geht halt richtig, also sie geht jetzt nicht so, sie rennt jetzt nicht so rum wie die anderen, aber das muss sie auch nicht. Ich habe gesagt, du bist so schön, bleib einfach stehen, spiele. Und es ist so geil, wie sie es macht. Also verpasst das Konzert heute nicht. Ich bin zwar mega aufgeregt, es ist alles live. Und wir verrecken heute für euch einfach. Wir geben alles. Ja, apropos Band, wie hast du die gefunden? Danke. Wie seid ihr da zusammengekommen? Witzigerweise, ich habe den Schlagzeuger als erstes getroffen, der war bei so einer, ich sag jetzt lieber nicht so einer, bei so einer, ja, so ein bisschen poppig, also sehr poppig. Und ich habe gemerkt, der passt da eigentlich so, der sieht aus wie ein Mettler. Und er hat gesagt, ja, ich muss ja mein Geld verdienen. Ach so, ja, dann komm zu mir. Und da hast du richtig geil, und der hat so Bock, muss ich sagen. Und der Marcel, der ist erst 22, aber ein Schlagzeuger, der hat mit 2 Jahren angefangen. Ich verstehe gar nicht, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall ist er richtig geil. Und der kannte wiederum den Bassisten und den anderen Gitarristen. Und weil die haben schon so oft zusammen gespielt und das ist natürlich geil, das merkst du sofort. Und die Gitarristin, die hat unser Produktionsleiter irgendwo, die hat 130.000 Follower. Ich meine, für Anfang 20 dachte ich, oh, jetzt fällt mir gerade ein bisschen auf, ist wirklich so gut. Und dann haben wir gesagt, ey, super. Und das hat dann irgendwie gematcht. Also ich bin so ein bisschen, Leute, ich bin 48, meine Band ist zwischen 22 und 26. Ich fühle mich ein bisschen wie Peter Maffay zu, also egal, auf jeden Fall. Aber es macht Spaß. Ich muss euch aber da eine kurze Anekdote erzählen. Ich war schon auf Tour mit der Band und dann gab es so eine Zeitungskritik und die war eigentlich ganz gut. Aber dann hat die eine geschrieben, ja, er konnte mit seinen jungen Bandkolleginnen und Kollegen von dem, wie es abgeht, auf der Bühne mithalten. Jetzt pass auf, meine Frau liest das und musste sich dabei so kaputt lachen. Sagte, wenn die wüssten alle, wie du zu Hause ab und zu die Treppe hochgehst. Habe ich gesagt, ja, muss ja nicht jeder wissen, außer Wacken. Ja, apropos Peter Maffay, der ist ja auch auf dem Album mit drauf, ne? Ja, das war echt ein Ritterschlag. Wer Peter Maffay kennt, weiß, das ist schon eine Musiklegende. Also das ist so auch so ein Typ, der wäre hier auch akzeptiert, oder, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen, weil der ist schon, eigentlich merkst du, der ist eigentlich Rocker. Aber er hat da zu mir auch immer gesagt, mein Freund, du brauchst auch Balladen. Und... Aber heute keine Ballade, heute geht's nur ab. Aber wenn ich mal wirklich so ganzer Headliner wäre und es ist dunkel, dann würde ich auch mal eine Ballade singen. Aber ich muss sagen, war schon eine Ehre, weil der Mann macht so viel. Ich kenne den als Kind schon, Tabaluga, wer ist nicht damit aufgewachsen? Und er macht so viel, auch andere Geschichten, auch für Kinder. Und das ist für mich, und das ist eben das auch im Wacken. Es ist egal, ob du dann ein bisschen softer bist oder wie auch immer, wenn du authentisch bist und im Herzen authentisch bist, dann wirst du hier akzeptiert. Und jetzt finde ich das geil an Wacken. Alles, was getürkt ist, oh ne, das war ein falsches Wort, alles das war, also ihr wisst, was ich meine, dann wirst du, ich glaube, die Flippers waren ja auch hier, ne? Waren die nicht hier? Ich wäre nicht überrascht zumindest, sagen wir so. Aber Heino war ja auch hier. Ja klar. Und ich meine, es funktioniert. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Ja, das klingt schon etwas Schwarzbraun hart. Schwarzbraun ist doch er. Ja, und damit nicht genug, du hast auch noch Saltatio Mortis. Saltatio Mortis!
hast du auch noch auf dem Album drauf. Ja, wie kam genau. das denn zustande? Mit Alea und Luzi und allen. Das ist natürlich, das Krasse, für mich war das natürlich auch so auch ein weiterer Ritterschlag, weil die waren ja letztes Jahr hier Wacken im Schlamm gerockt ohne Ende und ich liebe die, die kommen ja auch eigentlich aus meiner Region und das, die sind für mich einfach, die leben das, die sind auch ganz, muss ich sagen, tolle Jungs, auch im Herzen, wenn man die privat auch kennenlernt, merkt man, die sind auch normal geblieben und ich mache das ja auch schon 26 Jahre und ich muss sagen, man muss immer wissen, wo man herkommt. Also meine Eltern haben mich so erzogen. Ich sag, du musst immer, egal was du für einen Beruf hast, wir sind immer stolz auf dich. Und du musst jeden Menschen schätzen, weil am Ende gehen wir alle mit nichts ins Grab. Es ist scheißegal, was du hast oder wie, du musst dich korrekt verhalten. Egal welche Religion, egal welche Hautfarbe. Und so bin ich erzogen worden. Und so lerne ich auch Bands kennen und auch hier auf Wacken so viele. So viele, ich sag, ich habe auch meine Kinder, die waren noch nie auf Wacken, jetzt müsst ihr euch vorstellen, die waren noch nie auf Wacken. Und meine Frau hört auch ein bisschen andere Musik. Nämlich? Also mehr so Black Soul und so Sachen. Aber ist okay, kann man machen. Wir verstehen uns ja woanders gut. Und bei dem Schmutzigen meinst du, ne? Schmutzige Liebe. Aber ich habe meine Kinder schon mal vorbereitet, ich sag, pass auf, hier gibt's Typen, da wirst du sagen, oh Papa, was ist das? Aber wenn die reden, ich habe mal hier einen 2,20 Meter Typen gesehen, der hat so ein Bart gehabt, der sah tätowiert und er dachte, und dann redet der sächsisch, ja, Mensch, das geht auch, ich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das passiert auf Wacken. Du rechnest dich damit und es sind die liebsten Menschen aller Zeiten. Ja, mit Alea, wie lief das denn? Habt ihr das gemeinsam komponiert oder wie ist das entstanden? Ja, wir haben das zusammen, überlegt, was für einen Song können wir machen. Dann kam Brüder raus und das ist auch wieder so ein Zeichen gegen Rassismus eigentlich im weitesten Sinne. Und das passt halt auch auf Wacken, wir singen das und es macht so Spaß. Und mal gucken, was heute Abend oder heute Nachmittag so passiert, sag ich mal. Da wir gerade hier am munteren Name-Droppen sind, ja. In deinen Texten kommt eine Band mehrfach vor, nämlich Slayer! Ja! Ist das so der Inbegriff des Heavy Metal für dich oder warum name-droppst du Slayer in deinen Texten mehrfach? Ja, weil das einfach, für mich sind das einfach geile Bands oder Iron Maiden, das sind noch so ganz alte Klassiker, aber das sind alles meine Inspirationen. Also manche sagen, hey, warum rollst du jetzt das R wie Rammstein, warum machst du jetzt das so und warum das so, wieso klingt das wie Rage Against? Jede Band hat doch seinen Einfluss, wenn du dann irgendwann bekannt bist, als Band auch. Dann sagt keiner mehr, ah, das ist wie das oder das. Aber das ist immer so. Als ich angefangen habe mit Comedy, haben sie immer gesagt, ist das wie Kaya Jana? Bis du dann selber irgendwann bekannt bist. Wir haben doch alle ihren Einfluss. Es ist auch nichts Schlimmes dabei. Es ist eher so, auch keine Verarschung, sondern es ist, weil es denkt man, ich wurde vorhin interviewt und sagt, ist das eine Verarschung, wenn du dann, weil man denkt es immer, wenn du Komiker, dann irgendwas, was dann klingt wie eine andere Band, aber nee, das ist einfach eine, ich finde, Respekt und, ja, wie soll man sagen, ich finde es eine Wertschätzung an die Band. Und ich finde Slayer, das muss man erstmal erreichen, was die erreicht haben. Oder Iron Maiden oder auch, egal wie sie auch schimpfen über Rammstein und alles, aber jetzt kann man ja so, aber die Musik, die finde ich schon geil. Und ich finde es auch nichts Schlimmes, wenn man sagt, die Musik ist geil. Also da sind auch Sachen dabei, die ich auch gut finde. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, man muss zu der Musik stehen, man kann ja nicht immer, ich war auch nicht dabei, was alles passiert ist oder so. Und ja, wie soll ich sagen, also ich bin, die meiste Musik, die ich höre, ist natürlich so Korn, leider bin ich da nicht mehr da, aber Korn war sogar bei mir in der Fernsehshow mal, das war damals im Privatsender eine Riesensensation, dass Korn da war. Und das Geile ist, jetzt kann ich es euch auch mal sagen, der Bassist, der damals ist der Vater geworden, dann ist er nach Amerika zurück. Und dann haben die gesagt, scheiße, jetzt sind wir bei Bülent Ceylan in der Show, wir haben keinen Bassisten. Dann haben gesagt, ich springe ein. Und dann haben die halt mich halt so, ich habe halt so getan. Und es hat funktioniert. Also haben alle geglaubt. Ja, es sah sogar teilweise so aus wie einer von denen, neue Bandmitglied. Es war aber eine riesen Ehre, weil dann steht der Sänger neben dir und singt. Und du bist da in der Band drin, es war schon geil. Und Ozzy Osbourne habe ich auf Wacken das erste Mal getroffen, 2011. Der wusste gar nicht, wo er ist. Das ist das Geilste. Where the fuck I am? Du bist auf Wacken. Das größte Metal-Festival. Yes, yeah. Der hat zu viel Ameisen geschnupft, glaube ich. Ey, da muss ich euch eine kurze Anekdote. Ja, genau. Zu viel Fledermäuse. Das Geile ist, ich war ja dabei, ich durfte auf der Hauptbühne stehen
neben ihm, als er hier auf Wacken gespielt hat. Und der bespritzt doch immer so die Leute, ne? Ich weiß gar nicht, ob das alle mitgekriegt haben. Der macht immer so einen Eimer Wasser und spritzt. So, jetzt ist er ja nicht mehr der Jüngste. Und hat vielleicht auch nicht mehr so die Kraft, bis zum Publikum zu kommen. Immer auf die Fotografen und dann drauf. Weißt du, und die Security, das waren so Kanaken wie ich, die haben ja mit der... Und dann nimmt er den Eimer und spritzt die und die ganze Security ist nass geworden. Und ich so, what the fuck? Und das war so geil, weil er wollte ja das Publikum so nass machen, aber er ist nicht so weit gekommen, weil die Wackenbühne ist ja so weit weg. Das heißt, er hat nur die Security nass gemacht. Und das war so eine geile Anekdote, die ich erlebt habe, damals das erste Mal, wo ich Ossi getroffen habe. Und ja, ich muss sagen, geiler Typ. Daher auch die schwarzen Nägel, das war auch Inspiration, muss ich sagen. Die Leute fragen mich immer, woher kommt das? Das sind alles so Sachen. Und so versuche ich jetzt auch meine Kinder gleich heute nach Wacken zu bringen. Mein Kleinster ist sogar 2 Jahre alt, der wird nicht alles verstehen, aber er soll gleich wissen, was die richtige Musik in seinem Leben ist. Ja. Eigentlich das perfekt. Und übrigens, das muss ich noch klären, warum machst du eigentlich so und nicht so? Ich sag's euch. Zu mir kamen mal welche mit Gebärdensprache, ne? Und die sagen, damit wir das auf, die machen immer so. Das heißt auch, genau, I love you. Und so verbinde ich das, dass ich sage, Metal und I love you. Deswegen mache ich immer so. Und Saltatio Martins hat es so gut gefallen, jetzt machen die auch so Fotos. So. Deswegen mache ich so. Jetzt, das ist die Erklärung dazu. Ja, war gerade eigentlich schon das perfekte Schlusswort, aber eine Frage wurde noch an mich herangetragen. Ja. Ich weiß gar nicht, von wem es war, von einer Dame. Verrätst du uns deinen Conditioner? Ich weiß es nicht. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich wollte es im eigenen Haus bringen. Nee, pass auf, im Hotel, ne? Da steht doch immer irgendwas. Da nehme ich. Aber ich nehme halt immer die ganze Tube. Weil bei meinen Haaren brauche ich echt das ganze Zeug. Aber es hilft auch nicht so viel. Ich habe sogar Undercut noch, ne? Wenn du siehst. Oh, schick, ich sehe es gerade, ja. Ja, ich hätte noch mehr Haare. Voll der Neid jetzt, voll der Neid. Die Sommerfrisur. Wenn du das erzählst, die Frauen immer so, du Arschloch, ist auch noch Undercut, jetzt zeigst du es auch noch. Nee, aber ich bin froh, genetisch bedingt. Manche kommen einfach zu mir und sagen, hey, wie kriegt man solche Haare? Aber ich sage, ja, du wirst sie nicht kriegen, weil das ist einfach Vater-Mutter-Sache. Aber das kannst du natürlich so einem Fan nicht sagen. Ich sage immer, ja, ich habe einmal aus Spaß gesagt, Kernseife. Jetzt gab es Fan. Ey, ohne Scheiß, ich habe wirklich tolle Fans, aber es gab halt auch welche drunter, die sind wie, wenn Trump sagt, ey, nehmt Desinfektionsmittel, dann seid ihr geimpft. Und so war das mit Kernseife. Das gab tatsächlich Leute, die es geglaubt haben und haben Kernseife genommen und sagen, Bülent, und haben mir so Fotos geschickt, das ist scheiße, das ist... Da habe ich gesagt, das war doch ein Witz mit der Kernseife. Also, macht am besten Haaröl rein, von mir aus Olivenöl. Nee, macht's nicht. Verreckt einfach so wie ich heute. Ist scheißegal, was für Haare man hat. Ja, dann vielen Dank. Bülent Ceylan! Vielen Dank! Ich danke euch. Geiler Start jetzt schon.